Vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. In der letzten Sitzungswoche waren wir, denke ich, alle auch unter dem Eindruck der Demonstrationen, die an dem Wochenende und den Tagen davor stattgefunden haben, die die Kampfhandlungen in Israel und Palästina zum Anlass genommen haben, hier in Deutschland auch auf die Straßen zu gehen. Und ich will sagen, man kann in diesem Land demonstrieren, von seinem Demonstrationsrecht Gebrauch machen, wenn man das im Rahmen der Gesetze und im Rahmen der gegebenen Regeln tut. Aber hier ist an einigen, ich betone, an einigen Stellen das Demonstrationsrecht missbraucht worden. Es ist gegen Jüdinnen und Juden Hass und Hetze auf den Straßen gewesen. Es wurden Flaggen verbrannt. Es wurde vor Synagogen gezogen. Es wurde Sachbeschädigung gemacht seit vielen Jahren wieder auch an Gotteshäusern. Und das, ich kann es nicht anders sagen, das war ein Mob auf deutschen Plätzen und Straßen, den ich in diesem Land nicht sehen will. Und dieser Mob hat die volle Härte des Rechtsstaates verdient. Schon länger ist es so, dass ich habe da mit einigen Gemeinden gesprochen, die betroffen waren, dass aufgerufen wird, die Kippa nicht in der Öffentlichkeit zu tragen, dass Gottesdienste in diesen Tagen sogar abgesagt wurden, weil man nicht für die Sicherheit der Menschen, die in diese Gottesdienste gehen wollen, garantieren kann. Und ich sage ganz klar, das ist beschämend für dieses Land. Und wir dürfen nicht nachlassen, bis in diesem Land jeder, egal welcher Religion, ohne Angst und ungehindert auf die Straße und zu seiner Religionsstätte gehen kann. Das ist unverzichtbar. Die AfD, die sich ja jetzt hier schon wieder lärmend bemerkbar macht, hat einen Antrag vorgelegt, von der sie sogar im Ansatz etwas verstehen könnte, wenn man das mal liest, was sie hier geschrieben haben. Ich zitiere. Sie schreiben hier ganz am Anfang ihres Antrags, dass sehr viele Muslime Einstellungen zu Demokratie, Rechtsstaat und Religion haben, die mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vereinbar sind. So, davon verstehen Sie allerdings etwas, denn Sie selber haben ja viele in Ihren Reihen, die Einstellungen haben zu Demokratie, Rechtsstaat und Religion, die mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vereinbar sind. Von Ihnen haben wir da sicherlich keine Ratschläge nötig. Und Sie könnten sich auch mal ein bisschen überlegen, mit etwas Selbstdistanz, die Ihnen natürlich komplett fremd ist, warum der Zentralrat der Juden sich immer wieder dagegen verwahrt, von Ihnen vereinnahmt zu werden und sagt, Ihre Unterstützung im Kampf gegen Antisemitismus wird nicht benötigt. Radikalität und Extremismus jeder Form, jeder Couleur lehnen wir ab und müssen wir uns entgegenstellen. Aber die Zahlen sprechen eine klare Sprache. Der Feind der Demokratie und die antisemitischen Übergriffe in diesem Land gehen auf das Konto von rechts. Das ist das, was die Zahlen uns sagen. Und deswegen ist unsere erste Aufgabe, dem verlängerten Arm dieser Extremisten im Land, der in den deutschen Parlamenten sich breit macht, in Gestalt ihrer Partei, den Kampf anzusagen. Und den sage ich Ihnen hiermit auch an. Wer Radikalität entgegenwirken will, der muss drei Dinge tun. Und das erste ist tatsächlich der starke Rechtsstaat. Und jetzt will ich auch mal den Koalitionspartner ansprechen. Ein starker Rechtsstaat und Repression heißt eben nicht immer nur, dass man eine neue Gesetzesverschärfung erfindet, sondern wir müssen in allererster Linie dafür sorgen, dass die Gesetze, die wir haben, auch umgesetzt werden. Eines der Beispiele aus Mannheim. Wir hatten über 500 Teilnehmende an der Demonstration in Mannheim. Die Polizei dort hat es geschafft, dass bei fast zwei Dritteln der beteiligten Personalien festgestellt worden sind und dass mit den Ton- und Videoaufnahmen, die dort gemacht worden sind, nun ein Abgleich stattfinden kann. Ich bin sicher, dass wir in Mannheim eine hohe Aufklärungsquote haben werden und die Personen, die Fahnen verbrennen und die sich antisemitisch äußern, zur Rechenschaft gezogen werden können. Fragen Sie mal in anderen deutschen Städten, was dort passiert ist. Dort hatte die Polizei zum Teil Mühe, alleine diese Demonstrationen abzuriegeln oder zu verhindern, dass sie vor die dortige Synagoge ziehen. Und deswegen, es kommt auf die Umsetzung unserer Gesetze an. Wir müssen unsere Behörden, wir müssen die Polizei stärken, mit den Ressourcen ausstatten, die sie braucht. Und sie braucht auch unser Vertrauen und unsere Rückendeckung für den schwierigen Auftrag, den sie für uns alle wahrnehmen. Mehr noch als das. Warum ist es eigentlich in Deutschland so, dass man jedes blöde Paket, das man von irgendwo vielleicht bestellt hat, nachverfolgen kann, wo es gerade irgendwo im Stau steht? Wenn man aber eine Anzeige macht,
nicht weiß, wo steht eigentlich das Verfahren. Ich schlage Ihnen mal vor, dass wir ein Dashboard entwickeln, in dem jeder, der irgendwo eine Anzeige macht, jederzeit nachschauen kann, wo das Verfahren steht, bis es zu einer Verurteilung gekommen ist. Das wäre mal ein Fortschritt. Und wissen Sie, was der erste Schritt dazu gewesen wäre? Der erste Schritt dazu wäre gewesen ein periodischer Sicherheitsbericht. Der ist diesem Parlament auch versprochen worden. Und was bis zum heutigen Tage eben nicht in dieser Legislaturperiode vorliegt, ist der periodische Sicherheitsbericht, der uns möglicherweise Auskünfte zum Verlauf von Strafverfahren und zu ihrer Aufklärung hätte geben können. Das ist ein schweres Versäumnis des Innenministeriums, und das ist an dieser Stelle, wenn man schon Probleme ansprechen muss, auch klar zu kritisieren. Kollege Castellucci, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung aus den Reihen Ihres Koalitionspartners? Mit Blick auf die Zeit gestatte ich das derzeit nicht. Der zweite Punkt, um den wir uns kümmern müssen, ist die Prävention. Radikalisierung fällt nicht vom Himmel. Und wir haben ganz unterschiedliche Fälle. Wir haben Menschen, die neu zu uns kommen, das ist wahr, die vielleicht von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in ihrem Leben noch nie viel mitbekommen haben. Aber wir haben eben auch die vielen, die im Land bereits sind und rechte, antisemitische, demokratiefeindliche Einstellungen haben, weil sie uns irgendwo verloren gegangen sind. Dafür braucht man mehr Arbeit, dafür braucht man Demokratiearbeit, dafür braucht man Strukturen, da muss man die Menschen stärken, die sich für Demokratiearbeit einsetzen. Und deshalb ist es ein starkes Stück. Herr de Vries, Sie sprechen davon, dass Sie ein Positionspapier haben in der Fraktion. Das ist ja wunderbar. Ich sage Ihnen mal, was ich habe. Ich habe einen Beschluss des Kabinettsausschusses für ein Demokratiefördergesetz. Ich habe ein Eckpunktepapier im Bundeskabinett. Und Sie halten diese wichtige Arbeit hier im Parlament an. Damit versündigen Sie sich an der inneren Sicherheit. Und es wird auch Sie zurückfallen, wenn wir die Zahlen in der Zukunft haben. Und ein letzter Punkt, und da kann ich direkt an den Kollegen Kuhle anschließen. Der letzte Punkt, den wir brauchen gegen Radikalisierung, ist, an einem Wir in diesem Land zu arbeiten, dass die Menschen, die in diesem Land leben, die sich an die Gesetze halten, die hier Steuern zahlen, Arbeitsplätze schaffen oder einfach nur gucken, dass sie über die Runden kommen und ihre Lieben ernähren, dass hier alle das Gefühl haben können, ein Teil, gleichberechtigter Teil dieses Landes zu sein. Und an diesem Wir müssen wir alle und tatsächlich alle gemeinsam arbeiten. Vielen Dank. Das Wort hat die Kollegin Ulla Jäbke für die